Guten Morgen, Pragreise Tag 5. Habe eine gute Nacht verbracht. Das Hotel hat von außen eher ausgeschaut wie eine Industriehalle. War innen aber super, war positiv überrascht. Restaurant war auch super. Ich habe mir eine Stelze und 3 Bier auf die Nacht reingehaut. Dann habe ich genug gehabt. Gestern relativ viel Sightseeing gemacht. Das heißt, ich habe heute weniger Sightseeing. Bin schneller auf der Strecke und werde wahrscheinlich auch so gesehen dann früher beim Hotel sein. Komme wenigstens dazu, dass ich das Video von gestern vielleicht schneide. Ich freue mich! Das ist jetzt das erste Stadttor. Und bitte, da ist es ja, das zweite Stadttor. Bitte, mit originalen Glockengeläute. Ein schöner Ausblick über Prag. Die Autobahnbrücke über die Altstadt ist schon ein bisschen brutal, aber ja. Keine Ahnung, ob sie das heutzutage auch noch genehmigen würden. Ganz toll! Keine Chance, dass man darüber kommt auf die andere Seite. Da Harakiri-Kommando. Wir schauen vielleicht auch mit dem Aufzug, dass ich runterkomme und dann irgendwie so ein Scheiß. Eine Autobahn quer drüber und ohne Brücken. Ich probiere jetzt unter der Autobahn durchzukommen, indem ich da den Bahnhof benutze. Keine Ahnung, ob es da auf der anderen Seite einen Ausgang gibt, aber ich will schon einmal hoffen. Ich gehe nicht nur auf die andere Seite. So. So ist es geschafft. So ein scheiß Bahnhof. Am Ende des Bahnhofs geht es wieder nur Bahnsteig rauf, rauf, nicht nur zur Straße. So ein Scheiß. Draußen aus dem Bahnhof habe ich es aufgegeben, da kommt man nicht rüber auf die andere Seite. Bin jetzt wieder in der Altstadt Richtung Moldau. Das ist der Glockenturm. Auch sehr schön, den hätte ich sonst eh nicht gesehen.
Das ist das Hotel, wo ich heute übernachten werde. Aber zuerst trinke ich jetzt einmal ein Bier. Es ist erst 16.20 Uhr. Viel früher da als geplant. Und in aller Ruhe jetzt das Video anfangen zu schneiden.